Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Claudia Fischer. Hallo Claudia, stell dich doch bitte mal vor. Hallo Emilia. Ja, also erstmal schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Claudia, ich bin 34 Jahre alt und geboren und aufgewachsen in Sachsen-Anhalt. Ich lebe und arbeite jetzt aber schon seit 4 Jahren im schönen Hamburg und ich bin hauptberuflich als Apothekerin tätig. Und nebenberuflich bin ich Dosenöffnerin für meine beiden Katzen Ruby und Juna, die sich mit mir meine Wohnung teilen. In meiner Freizeit mache ich super gerne Musik. Ich singe und ich bin Schlagzeugerin in einer Band, die auf den Namen von Paula hört. Und ja, wenn ich das nicht mache, dann schreibe ich eben Bücher. Und ich schreibe schon, seit ich den Sinn hinter Buchstaben verstanden habe quasi. In meiner Schulzeit habe ich ganz viel Kurzgeschichten geschrieben, habe an Lese- und Schreibwettbewerben teilgenommen. Und irgendwann kamen dann die ersten Versuche für richtige, echte Bücher. Und das waren immer alles im Bereich Liebesromane. Du bist ein sehr kreativer Mensch, habe ich rausgehört. Ich hoffe, man kann dich in Hamburg auch mal live erleben. Ja, ich habe tatsächlich schon 2 Live-Lesungen gegeben und für nächstes Jahr ist auch wieder sowas geplant. Das ist schön. Welches Buch hast du heute mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht mein Buch Your Song Wide Awake. Das ist Band 2 meiner Your Song Rockstar Romance Reihe. Und ich habe mich bewusst für Band 2 entschieden, weil es einfach mein absolutes Herzensbuch ist. Das Buch, wo ich mich zu 100% wiederfinde und wo ich einfach alles von der ersten bis zur letzten Seite liebe. Aber wer jetzt Band 1 nicht kennt, keine Panik, ihr braucht keine Vorkenntnisse, um dem hier zu folgen, weil alle Bände sind unabhängig voneinander lesbar und die Geschichten in sich abgeschlossen. Wide Awake ist ein Enemies to Lovers Roman und erzählt die Geschichte von Rockstar Christian Scholte und seiner Babysitterin Elisabeth Scheen. 2 Menschen so verschieden wie Tag und Nacht, bei denen im Laufe der Geschichte aus anfänglichem Hass sich dann doch so etwas wie Liebe entwickelt. Ich habe euch einmal den Klappentext mitgebracht, der mit einem Zitat aus dem Buch anfängt. Die Band steht kurz vor dem unmittelbaren Aus und du bist die Einzige, die uns noch retten kann. Dein Name ist Elisabeth Scheen. Dein Plan? Das Studium beenden und dann nichts wie weg aus Hamburg. Plötzlich ist da dieses außergewöhnliche Jobangebot. Du sollst Christian Scholte, Frontmann der gefeierten Rockband Rock Legends, nach seinem Alkohol- und Drogenentzug vor einem Rückfall bewahren. Für sehr viel Geld. Die Lösung deiner Probleme. Wie schwer kann es schon sein, auf einen Rockstar aufzupassen? Doch du hast die Rechnung ohne Christian gemacht. Er ist arrogant, cholerisch, eiskalt und verboten heiß. So sehr du es auch versuchst, du kannst das Prickeln, das er verursacht, nicht ignorieren. Doch wie viel länger kannst du dem noch standhalten? Ja, trotz der klischeehaften Story ist Wide Awake ein Roman mit Tiefgang. Er thematisiert Suchtprobleme, häusliche Gewalt, er erzählt von dem Bruch zwischen 2 Geschwistern. Es geht um Verrat und um falschen Stolz. Wide Awake zeigt aber auch, wie wichtig Familie und Freundschaft sind, Mut, Ehrgeiz, Verantwortungsbewusstsein. Ich bin sehr neugierig, also hast so viel erzählt, es ist so spannend. Du musst unbedingt jetzt gleich anfangen. Okay, ja, dann spanne ich dich nicht länger auf die Folter. Ich starte einmal mit dem Kapitel 2 und kurz zur Info vorab, mein Buch ist abwechselnd aus der Sicht von Elisabeth und Christian erzählt. Diese Szene ist erzählt aus der Sicht von Christian und beschreibt das erste Aufeinandertreffen von ihm und Elisabeth. Schon verrückt, wie viel Zeit man damit verbringen konnte, Dinge zu zählen, wenn einem langweilig war. 214. So viele Tage waren seit Beginn meines Entzugs vergangen. Bestehend aus 3 Monaten stationärer Rehabilitation in einer Fachklinik und anschließender 3-monatiger Adaptationsphase, in der mir die Wiedereingliederung in mein normales Leben ermöglicht werden sollte. 32. Seit so vielen Tagen gammelte ich wieder zu Hause herum. In meinem neuen, vorgeschriebenen Zuhause. Unter strengster Bewachung und mit wöchentlichen Besuchen beim Psychoklempner. Oder bei der Psychoklempnerin, besser gesagt. Die Sitzungen verliefen für beide Seiten jedes Mal vollends befriedigend. Im wahrsten Sinne des Wortes. 24. So viele Stunden am Tag konnte ich über nichts anderes nachdenken, als darüber, mir jetzt und sofort eine Flasche Scotch hinterzuschütten und parallel dazu eine Leine zu ziehen. 7. So viele Tage in jeder Woche seit meinem Entzug war ich brav gewesen,
trotz des intensiven Verlangens, das mich Tag und Nacht quälte. Trotzdem trauten mir diese Mistkerle immer noch keinen Meter über den Weg. Ständig klebte einer von ihnen an mir, um auf mich aufzupassen. Heute hatte unser Drummer die Ehre. 3. So viele Male hat es an der Tür geklingelt. Und das, ohne dass ich auch nur daran dachte, mich von meiner geliebten Couch aufzurappeln, auf der ich schon den gesamten Tag verbrachte und meine x-te Zigarette rauchte. Ein Laster wird einem doch noch gegönnt sein. Und schon wieder klingelte es. Willst du nicht aufmachen? Fragte mich Sven, der mit mir zusammen auf meinem Sofa lümmelte. Er blickte von seinem Handy auf. Mit den Fingern seiner anderen Hand trommelte er auf seiner Kaffeetasse einen schnellen und wilden Rhythmus zu der Musik, die meine Wohnung beschallte. Nope. Ich blies eine Rauchwolke in die verqualmte Luft meines Apartments. Sven seufzte, stand auf und schlenderte zur Wohnungstür. Worüber oder mit wem er sprach, konnte ich nicht verstehen. Dafür war die Musik zu laut. Ich könnte nachsehen, aber dazu müsste ich mich bewegen. Eins der letzten Dinge, auf die ich gerade Lust hatte. Sekunden später erstarb das Gebrüll von Fred Durst aus meiner Anlage, was nur eins bedeuten konnte. Der größte Langweiler und Oberspießer ever hatte soeben meine Wohnung betreten. Was in letzter Zeit häufig vorkam. Zu allem Übel war er auch noch mein neuer Nachbar. Stöhnend legte ich den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Dabei war der Tag bisher so gut gelaufen. Christian, schallte es durch die Wohnung. Beweg gefälligst deinen Arsch und komm her. Ich will dir deine neue Mitbewohnerin vorstellen. Mitbewohnerin? Ich wurde hellhörig. Sofort war ich auf den Beinen. Höchst motiviert joggte ich durch den Wohnbereich zur Tür. Er hatte mir eine Mitbewohnerin besorgt? Im Ernst jetzt? Oh Gott, hoffentlich war sie heiß. Dann würde ich sie unter Garantie wundvögeln. Tag und Nacht. Bis sie sich nicht mehr bewegen konnte. Wer weiß, vielleicht war das ja sein Einweihungsgeschenk an mich. Bitte lass sie heiß sein, bitte lass sie heiß sein, bitte lass sie... Als ich an der Tür ankam und meine potenzielle neue Mitbewohnerin neben Alex erblickte, stoppte ich abrupt. Oh nein. Das war ein schlechter Scherz. Ich blinzelte mehrfach und rieb mir die Augen. Doch das Bild blieb leider dasselbe. Vor mir stand ein kleines Mädchen. Und wenn ich klein sagte, dann meinte ich klein. Vielmehr war sie ein Zwerg. Reichte mir gerade mal bis zur Brust. Gut, andererseits hatte sie dafür eine angenehme Höhe für andere körperliche Gefälligkeiten unterhalb der Gürtellinie. Doch dafür hätte ich sie annähernd attraktiv finden müssen. Dieses Mädchen hier war allerdings so gar nicht mein Typ. Zwar war sie nicht hässlich, aber weit entfernt von meinem Beuteschema. Was mir dagegen zugegebenermaßen ein wenig imponierte, war die wilde Entschlossenheit, die mir durch ihre große Brille entgegenfunkelte. Ihre Augen waren türkisfarben und erinnerten mich automatisch an Strandurlaub. Aber das war's auch schon mit den positiven Dingen. Hübsch gemacht hatte sie sich jedenfalls nicht. Im Gegenteil. Ihr aschblondes Haar war zu einem unordentlichen Knoten auf ihrem Kopf zusammengebunden. Und was hatte sie da bitte an? Ihren Sonntags-Gammel-Look oder was? Bestehend aus einem viel zu großen blauen Strickpulli, einer Leggings und abgetragenen Chucks. Kopfschüttelnd betrachtete ich sie und schnaubte missbilligend. »Sie gefällt dir also, wie schön«, stichelte Alex. Das dämliche Grinsen hätte ich ihm am liebsten aus seiner Fresse geschlagen. »Darf ich vorstellen, das ist Ellie. Sie wird in ein paar Tagen bei dir einziehen und dafür sorgen, dass du nie wieder einen Tropfen Alkohol, geschweige denn irgendwelche Drogen, anrührst.« Mir fiel die Kinnlade runter. »Ein Babysitter? Und dann auch noch sie?« Fassungslos starrte ich meinen Gitarristen an. Ach komm schon, Alex, das kann doch nicht dein verdammter Ernst sein. Reicht es dir nicht, dass du mich gezwungen hast, in das Penthouse neben euch zu ziehen? Ich stehe doch genug unter deiner Bewachung. Alex seufzte. Aber ich habe nicht 24/7 Zeit, deinen Aufpasser zu spielen. Ich bin auch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Der Band, dem Label. Ja, oder damit Saft zu vögeln, murmelte ich, so leise, dass er mich glücklicherweise nicht hören konnte. Was? Fragend musterte Alex mich. Ach, nichts, nichts. Erneut seufzte er und warf mir seinen gewohnt strengen Blick zu. Egal, wie sehr du dich auch aufregst, du wirst diese Sache hier durchziehen. Und du wirst gefälligst nett zu Ellie sein, kapiert? Sie kann nichts dafür, dass du dich die meiste Zeit wie das größte Arschloch unter der Sonne verhältst. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Und wenn du demnächst ein paar deiner alten Freiheiten wiederhaben und mit uns auf Tour gehen willst,
reißt du dich besser am Riemen und versaust es nicht, klar? Sein Handy klingelte. Er fischt es aus der Hosentasche. Da muss ich rangehen, informierte er uns. Bin sofort wieder da. Lernt euch in der Zwischenzeit schon mal kennen. Damit ließ er uns stehen und ging zum Telefonieren nach draußen auf die Terrasse. Mein finsterer Blick wanderte zurück zu dem blonden Zwerg vor mir. Normalerweise schaffte es niemand, dem so lange standzuhalten. Nicht so Blondie hier. Sie stierte mit demselben Biss zurück. Nicht schlecht. Bevor einer von uns beiden was sagen konnte, warf sich der dämliche Trommler in die Schusslinie. Mit einem motivierten Grinsen hielt er ihr seine Pranke hin. Hi, ich bin Sven. Urplötzlich verschwand sämtliche Eiseskälte aus dem Blick der Kleinen. Ihre Gesichtszüge entspannten sich und verliehen ihr einen Ausdruck, der etwas Seltsames in mir hervorrief. Etwas, das ich nie zuvor gespürt hatte und nicht zuordnen konnte. Elli, hi, erwiderte sie galant und ergriff strahlend Svens ausgestreckte Hand. Ich lachte schnaubend auf. Hast du auch noch einen richtigen Namen? Wir sind hier nicht im beschissenen Phantasialand. Ihr Blick schoss zu mir und verfinsterte sich wieder. So gefiel sie mir schon besser. Elisabeth, wenn du es genau wissen willst, presste sie durch zusammengebissene Zähne hindurch. Meine Freunde nennen mich aber Elli. Meine Freunde nennen mich aber Elli, äffte ich sie in schriller Tonlage nach. Sie sah so aus, als würde sie mir jeden Moment an den Hals springen wollen. Sollte sie es ruhig versuchen. Sie würde es nicht mal so hoch schaffen. Wir sind aber nun mal nicht deine Freunde. Alex nicht, Sven nicht und ich ganz bestimmt auch nicht. Also reden wir uns hier gefälligst wie erwachsene Menschen an, kapiert? Meine neue Babysitterin verschränkte die Arme vor der Brust. Kompliment, dein Scheißcharakter sieht man dir auf den ersten Blick gar nicht an. Ihr abfälliger Blick schweifte an mir hinauf. Und was soll eigentlich die Schmalztolle? Geht das heutzutage etwa als ernstzunehmende Frisur durch? Während Sven vor Lachen brüllte, blinzelte ich mein Gegenüber schockiert an. Wow, mit so einer Art von Schlagfertigkeit hatte ich nicht gerechnet. Aber es gefiel mir. Vielleicht sollte ich mir anschauen, was sie noch zu bieten hatte, bevor ich die Kleine gänzlich in die Flucht schlagen würde. Von wegen Babysitter, die konnten mich mal. Ein Teufel würde ich tun und diesen Spießrutenlauf mitmachen. Ich hatte in den letzten Wochen genug gelitten. Man nennt es Quiff, antwortete ich und fuhr mir zur Unterstreichung durch mein längeres Deckhaar. Kannst du googeln? Also ja, das ist eine ernstzunehmende Frisur. Quiff? Sie zog die Nase kraus. Klingt für mich wie irgendwas aus Harry Potter. Oder nach einer Geschlechtskrankheit, womit du dich ja bestens auskennen dürftest. Dieses Biest. Da schnappte selbst Sven nach Luft. Nicht mal eine Minute unterhielt ich mich mit ihr und schon verteilte sie Schläge unterhalb der Gürtellinie. Schön. Was sie konnte, konnte ich auch. Ich beugte mich zu ihr hinunter, bis unsere Gesichter auf Augenhöhe waren. Sagt ausgerechnet die Frau mit einem Klamottengeschmack jenseits von Gut und Böse und einem Keuschheitsgürtel bis zu den Ohren. Dabei wäre das Teil nicht mehr vonnöten. Dein langweiliger Look reicht völlig aus, um jeden Kerl im Umkreis von 50 Kilometern abzuschrecken. Obwohl das nicht ganz stimmte. Sie war nicht hässlich. Wenn man sie vom Nahen betrachtete, hatte sie sogar ein ganz niedliches Gesicht, wozu die hauchzarten Sommersprossen rund um ihre Stupsnase beitrugen, die man erst bemerkte, wenn man ihr ganz nahe kam. Und eben diese Wildheit in ihren Augen, neben der jetzt allerdings auch eine Spur Verletzlichkeit aufleuchtete. Ein eindeutiges Warnsignal für mich, auf die Bremse zu treten. Aber ich war gerade so schön in Fahrt. Ohren auf, Terrorzwerg! Ich kam ihr noch näher. Bilde dir bloß nicht ein, du könntest es dir hier gemütlich machen. Du wirst mich schon noch kennenlernen. Und in kürzester Zeit weinend und schreiend hier rausrennen. Mit dem Wunsch, mich am liebsten niemals getroffen zu haben. Kapiert? Noch nie zuvor hatte ich so ausdrucksstarke Augen gesehen. Wahnsinn, was man aus denen alles herauslesen konnte. Sie enthüllten mir jede einzelne Gefühlsregung in ihr. Wie ein offenes Buch. Gerade kämpfte sie gegen ihre Unsicherheit. Mit dem nächsten Blinzeln schloss sich das Buch wieder. Sie sog scharf Luft ein und verengte ihre Augen zu Schlitzen. Und bilde du dir bloß nicht ein, das würde mich im Entferntesten abschrecken. Von mir aus kannst du dich benehmen wie der letzte Hinterwäldler. So schnell lasse ich mich nicht vergraulen. Okay, sie war hartnäckig und wollte es offenbar auf die harte Tour. Das konnte sie haben. Ich verzog die Lippen zu einem dreckigen Grinsen. Ach ja, worauf wollen wir wetten?
Trotzig reckte sie ihr Kinn und schob ihre klobige Brille ein Stück weit nach oben. Ich wette grundsätzlich nicht. Und erst recht nicht mit gestörten Personen wie dir. Sven klatschte so überraschend in die Hände, dass Terrorzwerg und ich zeitgleich zusammenzuckten. Genial, rief er und schüttelte sich vor Lachen. Wo ist das Popcorn? Hört bitte nicht auf. Der beste Schlagabtausch, den ich seit langem gehört habe. Die Kleine hat wahrlich Eier, Christian, das musst du zugeben. Ich blinzelte zweimal und brachte meine kurzzeitig entglittenen Gesichtszüge wieder unter Kontrolle. Ja, aber ich meine, sie sieht dir doch mal an. Mit einer Hand deutete ich auf den Terrorzwerg und ließ meinen Blick von unserem Schlagzeuger zurück zu der Person wandern, für die ich nichts als Abneigung empfand. Sie hingegen stierte mich nach wie vor mit derselben Entschlossenheit an, was mich nur noch wütender machte. Du hast nicht zufällig eine heiße Schwester oder so, die deinen Job an der Stelle machen könnte? Die Vorstellung ließ mich grinsen. Das würde mir die Sache wesentlich angenehmer machen. Schlagartig wich sämtliche Farbe aus ihrem Gesicht. Ihr Mund öffnete sich leicht. Falls sie mir dafür den nächsten ätzenden Kommentar gegen den Kopf schleudern wollte, kam es nicht mehr dazu, weil zeitgleich die Terrassentür aufgestoßen wurde und Alex meinen Namen rief. Was ist? Knurrte ich, als ich draußen auf ihn traf. Mit zittrigen Händen nestete ich eine Kippe aus der Schachtel, die auf dem Tisch lag. Zittrig nicht, weil ich seit meiner letzten schon wieder auf Entzug war, sondern weil ich eine Scheißwut hatte. Auf Alex, auf Sven, auf die ganze Welt. Und auf den Terrorzwerg, der direkt der Hölle entsprungen war, mit dem sicheren Auftrag, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ich steckte die Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Das Nikotin erreichte meine Lunge und ließ mich ruhiger werden, wenn auch nur minimal. Alex' gelassener Blick ruhte auf mir. Sie ist gut, oder? Freudlos lachte ich auf. Sie ist beschissen. Ich zog an meinem Glimmstängel und stieß den Rauch aus. Weißt du, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das durchzuziehen. Ich bin verdammt nochmal clean, Alex. Was willst du also von mir? Warum in aller Welt tust du mir das an? Weil ich dich gern hab, du Vollidiot. Mein Blick schoss zu ihm. Sehr gern sogar. Du bist Familie für mich, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Und ich weiß, dass du unglaublich stark und ehrgeizig sein kannst. Das hast du uns allen gerade erst bewiesen. Trotzdem glaube ich nicht, dass du es aus eigener Kraft schaffst, auf Dauer abstinent zu bleiben. Nur können die Jungs und ich dich nicht rund um die Uhr bewachen. Ellie schon. Und vor allem kann sie eins, und zwar dir die Stirn bieten. Die Kleine hat den nötigen Biss und das ist genau das, was du brauchst, Kumpel. Es nützt mir gar nichts, dir einen psychisch labilen Schwachkopf oder irgendeine hirnlose Tussi hinzustellen, die du am Ende sowieso nur vögelst. Damit wäre keinem geholfen. Am allerwenigsten dir. Sie ist die Richtige für den Job. Sie wird dir dabei helfen, wieder ganz der Alte zu werden. Naja, zumindest bis auf den Teil mit der Sucht. Außerdem braucht sie das Geld. Ist also eine Win-Win-Situation. Ich ließ mir seine Worte durch den Kopf gehen. Am liebsten hätte ich ihm widersprochen und ihm gesagt, dass er sich gefälligst verpissen sollte und meine neue Babysitterin gleich mitnehmen konnte. Aber dazu war ich nicht in der Lage. Denn im Grunde wusste ich, dass er recht hatte und er mir mit seinem Handeln nichts Böses wollte. Doch der richtige Weg war das meiner Meinung nach nicht. Das sagte ich ihm allerdings nicht. Noch nicht. Denn das würde nur den nächsten Streit vom Zaun brechen. Davon hat es in letzter Zeit genug gegeben. Und was die Babysitterin betraf, darum würde ich mich schon kümmern. Lange würde sie es nicht aushalten. So viel stand fest. Ich nahm noch einen tiefen Zug von meiner Kippe, drückte sie aus und folgte Alex wieder nach drinnen. Wieder erwartend trafen wir dort nur Sven an. Keine Spur von Terrorzwerg. Wo ist sie hin? Fragte Alex ihn und blickte ebenso irritiert drein wie ich. Gerade eben zur Tür raus, antwortete Sven. Irgendwie war sie ziemlich durch den Wind. Meinte nur, dass sie das nicht kann. Und dann war sie auch schon weg. Fassungslos starrte Alex die Tür an. Tja, ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ging ja schneller als erwartet. Ja, das war erstmal das erste Kennenlernen der beiden. Und natürlich kommt Ellie zurück und zieht tatsächlich auch bei Christian ein, tritt den Job dann also an. Und Christian, Kindskopf wie er ist, lässt nichts unversucht und spielt ihr einen furchtbaren kindischen Streich nach dem anderen, um sie eben schnellstmöglich loszuwerden, so wie er es sich vorgenommen hat. Und wie dieser kindische Kleinkrieg zwischen den beiden aussieht, dafür habe ich euch auch zwei kleinere Szenen mitgebracht, die ihr jetzt hört. Und das sind beide aus der Sicht von Christian erzählt. Damit stand es unentschieden.
Allerdings würde ich mich mit einem Ausgleich nicht zufrieden geben. Sie hatte dieses Spiel angefangen, dann würden wir es auch zu Ende spielen. Und ich würde es für mich entscheiden. Ich würde sie schon noch loswerden. Zwar hatte sie Durchhaltevermögen bewiesen, aber so viel Ausdauer konnte kein normaler Mensch besitzen. Dass ich mit dieser Annahme richtig lag, bewies mir der schrille Aufschrei am Morgen danach aus dem Badezimmer. Da ich normalerweise nie vormittag aufstand und sie zu der Zeit schon längst auf den Beinen war, hatte ich mir extra einen Wecker gestellt, um das nicht zu verpassen. Während ihre Flüche jetzt ein paar Türen weiter ertönten, saß ich gemütlich auf einem der Barhocker an der Esstheke und grinste in meinen Kaffeebecher. Die Gollum-Pappfigur so auf dem Waschbecken zu platzieren, dass es das Erste sein würde, was sie sah, wenn sie aus ihrem Zimmer kam und das Licht anschaltete, war schon fast zu kindisch, als dass ich jemals geglaubt hätte, es würde funktionieren. Aber wenn einer was von den besten Pranks überhaupt verstand, dann Sven. Im Badezimmer kehrte wieder Ruhe ein. Aber damit nicht genug. Dieses war der erste Streich. Ein weiterer Schrei hallte durch die Wohnung. Doch der zweite folgt sogleich. Ich lachte auf. Da hatte wohl jemand die Spinnenattrappe auf dem Klopapier entdeckt. Okay, das hier machte weit mehr Spaß, als die Wohnung zu verwüsten oder die Katze zu ärgern. Und bei der Reihe an Pranks, die ich dank Sven noch in petto hatte, war ich meine Babysitterin sogar noch schneller los als anfangs geglaubt. Im selben Moment flog die Tür zu ihrem Zimmer auf und Terrorzwerg schoss heraus. Mit der sicheren Absicht, mich zu töten. Die Orks aus Herr der Ringe waren ein Scheißdreck dagegen. Mit hochrotem Kopf stapfte sie auf mich zu. Wie alt bist du? 12? Und warum zur Hölle gehst du einfach in mein Zimmer? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Über den Rand meiner Kaffeetasse hinweg bedachte ich sie mit einem spöttischen Grinsen. Oha, da verträgt wohl jemand keinen Spaß, was? Tja, gewöhn dich schon mal dran. Das hier war noch harmlos und erst der Anfang. An deiner Stelle wäre ich verdammt vorsichtig in nächster Zeit. Ihre Augen glichen zwei Feuerbällen. Was schade war, denn sie waren das Interessanteste an ihr. Und wenn sie ständig so grimmig guckte, würde das frühzeitig böse Falten geben. Naja, nicht mein Problem. Ihren Blick noch immer auf mich gerichtet, schlich sie sich an mir vorbei um die Kücheninsel herum. Fast so, als hätte sie Angst, mir den Rücken zuzudrehen. Sie öffnete den Schrank über dem Herd und streckte ihren Arm nach der Müsli-Packung aus. Was verdammt witzig aussah, weil sie viel zu klein war, um da ranzukommen. Und da ich es mir zur Gewohnheit gemacht hatte, das Müsli extra weit oben unterzubringen, amüsierte ich mich köstlich, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich auf die Zehenspitzen stellte und versuchte, es zu erreichen. Ich könnte ihr helfen, wenn ich nett wäre. War ich aber nicht. Während sie sich streckte und regelte, zog sich ihr übergroßes und ausgeleiertes Shirt ein Stück weit nach oben und legte damit den Blick auf ihren Hintern frei, der an hautengen Leggings steckte. Das war das erste Mal, dass ich unter all den Bergen an Kleidung sowas wie eine Figur von ihr zu sehen bekam. Niemals hätte ich damit gerechnet, dass mich der Anblick derart flashen würde. Vor allem, weil der Po, der da jetzt vor meinen Augen wackelte, so gar nicht dem entsprach, was sonst mein Kaliber war. Die Frauen, die ich vögelte, hatten wenig bis gar keinen Hintern, weil sie spindeldürr waren. Ellies hingegen war wohlgeformt, prall, rund, fest, wie ein saftiger Apfel, in den man hineinbeißen möchte. Und plötzlich verspürte ich das Bedürfnis, da sofort meine Hände anzulegen. Schockiert von meinen eigenen Gedankengängen schüttelte ich mich und blinzelte heftig. Okay, das waren eindeutig Dinge, über die ich nicht nachdenken sollte und auch nicht wollte. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf die eigentliche Mission. Endlich hatte Ellie das Objekt ihrer Begierde mit Mühe und Not heruntergeholt und nahm sich aus dem Kühlschrank ihr Joghurtglas. Ich tat so, als wäre ich mit meinem Handy beschäftigt, während ich ihr immer wieder flüchtige Blicke zuwarf und zusah, wie sie Müsli und Joghurt in einer großen Schüssel zu einem Brei vermengte. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie sie mir gegenüber auf dem Barhocker kletterte und sie schließlich einen großen Löffel ihres Frühstücks in den Mund schob. Ich konnte gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen, als sie den Brei einmal quer über den Tisch spuckte. »Was zur Hölle ist das?« Angewidert starrte sie mich an. »Willst du mich vergiften?« Mit einem zufriedenen Lächeln setzte ich mich wieder zurück an die Theke. »Ganz ruhig, Terrorzwerg. Vergiften kann ich dich schon mal nicht, das ist illegal. Und auf Urlaub im Knast habe ich gerade keine Lust.« Ihr Gesicht hatte schon wieder die Farbe einer Tomate.
Also musste ich mich damit begnügen, deinen Mango-Joghurt gegen eine Mayonnaise-Essig-Senf-Mischung auszutauschen. Und hey, ich wollte nur für ein bisschen Abwechslung sorgen, damit du nicht jeden Tag denselben Fraß ertragen musst. Ihr Kinn bebte. Sie stand kurz davor, über den Tisch zu springen, um mich zu töten. Ich befeuerte ihre mordlustige Stimmung, indem ich meinen Kopf auf meinen Händen abstützte und das selbstgefälligste Grinsen aufsetzte, das mein Repertoire zu bieten hatte. Sie sprang auf, warf den Rest des ungenießbaren Breis in den Müll und verzog sich ohne ein weiteres Wort in ihr Zimmer. 4-1 für mich, Terrorzwerg. Ja, den Spieß kann man auch umdrehen, denn Elisabeth schlägt auf jeden Fall ganz gut zurück. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt einmal. Ellie saß auf dem Barhocker an der Kücheninsel und brütete über ihren Laptop. Keine Ahnung, was sie damit die ganze Zeit übertrieb. Ich meinte mich zu erinnern, Alex hätte irgendwas von Studium gefaselt. Ich könnte nachfragen, aber das würde voraussetzen, dass ich mich für sie und ihr langweiliges Leben interessierte. Was ich nicht tat. Allerdings würde es mich sicher auf andere Gedanken bringen, wenn ich sie ein bisschen ärgerte. Ich ging auf sie zu. Wie üblich gab sie ihr Bestes, mich zu ignorieren. Trotzdem schoss ihr Blick jedes Mal zu mir, sobald ich in ihr Sichtfeld trat. Schräg gegenüber von ihr blieb ich stehen, stützte mich mit dem Ellenbogen auf die Arbeitsplatte und starrte sie an, was sie verdammt nervös machte. Ihr gesamter Körper spannte sich sichtbar an. Ich grinste. Wider Erwarten schob sie mir den Becher mit Strohhalm, der neben ihr stand, entgegen. Auch ein Gute-Laune-Smoothie? Misstrauisch musterte ich das Getränk. Mein Blick wanderte zurück zu ihr. Ist da Alkohol drin? Ihre Augen verengten sich. Natürlich nicht. Ich zuckte die Schultern. Da nicht. Schnaubend schüttelte sie den Kopf und starrte wieder auf den Bildschirm. Mein Blick wanderte über sie und ihr Outfit. Was hast du da eigentlich an? Ich stierte den grauenhaften Einteiler Schlafanzug an. Oder was auch immer das war. Darauf waren jedenfalls 1 Million Kängurus abgebildet. Ultra albern. Wie alt war sie? 4? Es nennt sich Jumpsuit, erwiderte sie gelassen, ohne vom Laptop aufzublicken. Noch nie davon gehört? Doch, schon. Nur nicht davon, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sowas freiwillig anziehen. Über ihr Notebook hinweg funkelte sie mich zornig durch ihre Brillengläser an. Hat alles seine Vorteile. Amüsiert grinsend wackelte ich mit den Brauen. Ach ja, die da wären. Ellie bemühte sich um einen möglichst lässigen Gesichtsausdruck und zuckte die Schultern. Man ist schneller nackt, wenn man weniger anhat. Einen Moment lang kniff ich die Augen zusammen. Wie jetzt? Hatte sie etwa nichts drunter an? Überhaupt nichts? Ich wollte mir das nicht vorstellen. Wirklich nicht. Und doch tat sich dieses Bild automatisch vor meinem geistigen Auge auf. Oh nein, bloß nicht. So tief war ich noch nicht gesunken. Sonst noch was? Gelangweilt blickte sie mir entgegen. Wenn du nur hier rumlungerst, um mich dumm von der Seite anzulabern, such dir gefälligst eine andere Beschäftigung. Die Wohnung ist groß genug. Also geh mir mit deinen unreifen Kommentaren nicht auf den Kranz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu arbeiten. Mit beiden Händen umfasste sie die große Tasse neben dem Notebook und trank einen Schluck daraus. Prompt legte ich eine Hand an den Laptop und klappte ihn vor ihrer Nase zu. Ellie blinzelte mich schockiert an, während ich ihre Reaktion mit einem boshaften Grinsen quittierte. Mit grantigem Ausdruck stellte sie die Tasse ab und verschränkte die Arme vor der Brust. »Bist du fertig?« presste sie hervor, sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben. Mein Grinsen verbreiterte sich. Nicht mal annähernd. Ich griff nach dem Donut, der auf dem Teller neben ihr lag. Ich wusste, wie sehr es sie auf die Palme brachte, wenn ich mich an ihrem Essen vergriff. Also nahm ich einen besonders großen Bissen davon, den Blick weiter provokativ auf sie geheftet. Nur eine Sekunde später war sie diejenige, die dieses Mal in Deckung gehen musste, weil ich ihr den gesamten Inhalt entgegenspuckte. Bäh, verdammt, was ist das? Tränen schossen in meine Augen, mein gesamter Mund stand in Flammen. Laut meinen Recherchen eine der schärfsten Senfsorten überhaupt. Mit völliger Gelassenheit nahm Ellie wieder auf dem Barhocker Platz. Und obendrein noch mit Chilispitzen bestückt. Ist wohl nicht so deins? Ich schaffte es nicht, ihr darauf zu antworten, weil meine Zunge wie die Hölle brannte. In meiner Verzweiflung griff ich nach dem Getränkebecher und nahm einen großen Schluck aus dem Strohhalm, der am Deckel steckte. Gleichzeitig wurde mir klar, dass dieses kleine Biest diesen ebenfalls präpariert hatte.
Mein Mund brannte lichterloh und ich hatte Schwierigkeiten zu atmen. Brüllend stürmte ich zum Wasserhahn, drehte ihn auf und hängte mich darunter. Anschließend riss ich den Kühlschrank auf, griff nach der Packung Milch in der Tür und schüttete mir den Inhalt auf Ex die Kehle runter. Tabasco-Soße, war alles, was Ellie dazu sagte. Im Strohhalm, falls das deine Frage war. Mit dem Rücken zur Spüle stand ich schwer atmend da und blinzelte sie perplex an. Ihre Mundwinkel zuckten. Mit Genugtuung in ihrer Miene nahm sie mich ins Visier. Vielleicht überlegst du dir in Zukunft vorher, ob du dich wieder ungefragt an meinem Essen bedienst. Damit schnappte sie sich ihren Laptop und verschwand in ihrem Zimmer. Völlig verblüfft starrte ich ihr nach. Parallel dazu tat sich ihm eine schockierende und zugleich beeindruckende Erkenntnis auf. Ich hatte es hier mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun. Und vermutlich war dieser Konter erst der Anfang. Ja, das war's erstmal. Ja, sehr interessant. Also, ist ja nicht so ohne zwischen den beiden. Das stimmt, ja. Da ich ja sehr neugierig bin, magst du mal deine Figuren vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich habe zwei Hauptfiguren, die ihr jetzt schon mal kennengelernt habt. Einmal Christian und einmal Elisabeth. Christian ist ziemlich großkotzig, wie ihr schon gemerkt habt. Er ist arrogant, er ist cholerisch, er ist eiskalt, aber trotzdem total heiß. Er ist sozusagen ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Aber Christian ist eigentlich viel mehr als das. Er ist tatsächlich ziemlich vielschichtig und unter all seiner Abgebrühtheit verbirgt sich ein gutes Herz. Er ist ein totaler Familienmensch und die Jungs aus seiner Band bedeuten ihm alles. Und er hat schon in Band 1 Safe Haven den einen oder anderen kleineren Auftritt gehabt. Und dafür habe ich von meinen Lesern und Leserinnen sehr viel positives Feedback bekommen. Und die haben sich dann alle eine Fortsetzung rund um den Rüpel-Rockstar gewünscht. Und ja, dann dachte ich mir, ich mache das doch. Und mir war von Anfang an beim Schreiben klar, er braucht auf jeden Fall eine Frau auf Augenhöhe, die das Gegenteil seines üblichen Beuteschemas ist und generell das Gegenteil von allen Heldinnen in so klassischen Liebesromanen. Und dafür war Elisabeth einfach perfekt. Also zum einen natürlich durch ihr Äußeres. Das hat Christian ja vorhin schon kurz beschrieben. Sie ist eben klein und kurvig. Sie hat widerspenstige Locken. Sie ist so gut wie nie geschminkt. Sie trägt eine klobige Brille. Aber eben vor allem auch durch ihre Charaktereigenschaften. Sie ist schlagfertig, sie ist super authentisch, sie ist klug, sie ist tough, sie hat Haare auf den Zähnen. Kurzum, sie ist einfach alles, was Christian braucht, aber garantiert nicht will. Gibt es einen bestimmten Ort, wo dein Buch spielt? Also Wide Awake spielt hauptsächlich in Hamburg, zumindest ist da auch die Band zu Hause und auch Elisabeth wohnt da. Und man könnte jetzt meinen, es hat damit zu tun, dass ich da selber wohne. Aber ich habe ja mit der Reihe schon viel, viel früher angefangen. Da war nicht mal dran zu denken, dass ich jemals selbst nach Hamburg ziehe. Und das hängt damit zusammen, dass ich früher ein riesengroßer Fan der Band Revolverheld war. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Die kommen nämlich aus Hamburg und haben mich früher sehr inspiriert beim Schreiben. Und dann dachte ich mir, wenn ich mal über eine Band schreibe, dann muss ich unbedingt aus Hamburg kommen. Und ja, deswegen spielt mein Buch halt in Hamburg. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt noch zwei Szenen mitgebracht, die eben auch zeigen sollen, wie sich die Dynamik mittlerweile zwischen den beiden verändert hat. Denn Ellie und Christian haben dann doch irgendwann festgestellt, dass der andere vielleicht doch nicht so ätzend ist, wie anfangs angenommen. Und dazu starte ich einmal mit der Szene aus Christians Sicht. Der ist dann gerade mit seinen Jungs auf einer Benefizgala am Aufgang zum Roten Teppich. Und hat tatsächlich Ellie als seine Begleitung dabei. Und was sie da erleben, das hört ihr jetzt einmal. Der Empfang auf der Gala lief wie jeder andere. Für uns Jungs war das mittlerweile Routine. Für die Mädels hingegen Aufregung pur. Als wir aus dem Van stiegen, der uns bis zum roten Teppich vorgefahren hatte. Grelles Licht, Lärm und Geschrei schlugen uns entgegen, als wir uns unseren Weg bahnten. Zunächst vorbei an den Fans, die sich wie ausgehungerte Raubtiere gegen die Absperrung warfen und darum schrien und bettelten, ein Foto mit uns zu machen oder ein Autogramm zu bekommen. Wir nahmen uns alle ausgiebig Zeit und ich musste zugeben, dass mir das gefehlt hatte. Dieser ganze Rummel um die Band, um meine Person. Und unsere Fans mit einem simplen Foto, einer Unterschrift oder einem Hi glücklich zu machen, machte wiederum mich glücklich. Schließlich ging es weiter zur Fotowand, wo uns ein Blitzlichtgewitter erwartete. Es war laut und alle riefen hektisch durcheinander. Vorrangig nach mir. Mein Blick fiel auf Ellie, die sich dicht an meine Seite schmiegte. Angst und Unbehagen spiegelten sich in ihren Augen. Nicht überraschend, das konnte einem schnell zu viel werden.
Ohne darüber nachzudenken, griff ich nach ihrer Hand und verschränkte meine Finger mit ihrem. Sie zuckte zusammen. Überrumpelt sah sie zu mir auf. »Alles okay?«, fragte ich sie, meinen Blick dabei fest auf sie gerichtet. Ich spürte, wie sie sich entspannte und schließlich nickte. »Ja, ist nur ziemlich viel Trubel.« »Keine Panik. Das hier ist schneller vorbei, als es dir lieb ist.« Zusammen mit Ellie trat ich vor die Schar an Fotografen. »Und? Hast du dir schon überlegt, was du denen sagen willst, wenn die dich fragen, was du mit mir zu tun hast?« raunte ich ihr ins Ohr, während ich die Kameras mit meinem einstudierten Schwiegermuttergrinsen fütterte. Kaum merklich schüttelte sie den Kopf. Deutlich erkennbare Panik flackerte in ihren Augen auf. Sachte platzierte ich meine Hand auf ihrem unteren Rücken. Und das Lächeln, das ich jetzt aufsetzte, war dieses Mal echt und nur für sie bestimmt. »Keine Sorge, Terrorzwerg. Überlass das mal dem Profi. Ich weiß genau, was zu tun ist.« »Christian! Christian!« brüllten die sensationslustigen Asker jetzt noch lauter. »Dann mal los. Showtime!« Meine Hand noch immer auf Ellies Rücken, trat ich an die Reporterfront heran und schob sie dabei mit mir. Ihre deutliche Gegenwehr entging mir nicht und ließ mich schmunzeln. »Schön, dich heute Abend hier zu sehen«, säuselte die Reporterin vor mir und warf sich mit einer aufreizenden Geste die Haare über die Schulter. »Gut siehst du aus, sehr gut sogar.« Ihr lustvoller Blick glitt über mich und mein Outfit, bestehend aus einem dreiteiligen anthrazitfarbenen Anzug. »Danke, ich fühle mich auch gut, sehr gut sogar.« Ich schenkte ihr ein charmantes Lächeln. Ihr Blick fiel auf Ellie. »Und wer ist deine bezaubernde Begleitung heute Abend?« Ich wandte mich ebenfalls an Ellie, die aufgeregt neben mir zappelte. »Willst du dich vielleicht selbst vorstellen?« Keine Frage, das überraschte sie. Aber ich wollte ihr die Chance geben, hier auch zu Wort zu kommen und das ohne irgendwelche auswendig gelernten Phrasen, die Alex ihr in den Mund gelegt hatte. Wir waren schließlich erwachsen. Wir würden das auch so hinkriegen. Nervös lächelnd strich Ellie sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Hi, ich bin Ellie«, piepste sie. Ihre Stimme klang 3 Oktaven höher als sonst. »Also eigentlich Elisabeth und ich bin Christians, naja, ich bin...« Das Stichwort für meinen Einsatz an der Stelle. Der edle Retter in der Not. »Sie ist meine Babysitterin«, vollendete ich ihren Satz und riss dabei das Mikro wieder zu mir herum. »Und passt darauf auf, dass ich mir nicht wieder die Kante gebe oder mich anderweitig zudröhne.« Ein verunsichertes Lächeln huschte der Pressetante übers Gesicht. »Oha, das ist bestimmt kein einfacher Job, oder?« fragte sie an Ellie gewandt. »Kann man so sagen, ja«, antwortete die ihr. »Christian macht es einem nicht leicht, aber mittlerweile sind wir ein gut eingespieltes Team, oder?« Sie drehte ihren Kopf zu mir und lächelte ein Lächeln, das ein komisches Flattern in meinem Magen auslöste. Ein Augenblick verstrich, in dem wir uns nur ansahen, was das Gefühl in meinem Magen gefährlich intensivierte, bis ich mich dazu zwang, mich wieder aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. »Auf jeden Fall«, ich wandte mich wieder an die Reporterin. »Auch wenn ich es anfangs nicht geglaubt habe, aber Ellie ist perfekt für den Job und macht ihn mehr als großartig. Sie tritt mir in den richtigen Momenten in den Hintern und meistens dann, wenn ich überhaupt nicht damit rechne.« Meine Interviewpartnerin lachte. »Klingt, als hättet ihr zwei euren Spaß«, sagte sie dann. »Und ist da vielleicht sogar noch mehr? Wir haben alle gesehen, wie du ihm ihre Hand genommen hast, Christian. Jetzt sind wir natürlich neugierig.« Mein Blick ging zurück zu Ellie, die aussah, als hätte man sie bei einem dummen Kinderstreich erwischt. »Keine Panik, Terrorzwerg. Ich weiß genau, was jetzt zu tun ist.« »Ellie und ich sind uns mittlerweile schon sehr vertraut«, fing ich an. »Wir sind uns über die Zeit sogar ziemlich nahe gekommen, kann man so sagen.« Mit voller Wucht rammte Ellie mir den spitzen Absatz ihres High Heels in den Schuh. Und dem mörderischen Schmerz nach zu urteilen, hatte sie wohl einen meiner Zehen aufgespießt. Professionell wie ich war, ließ ich mir nichts anmerken und hoffte, die Tränen, die mir da gerade in die Augen schossen, fielen nicht auf. Na, warte, Terrorzwerg, das schreit nach Rache. »Also eigentlich sind wir nur sehr gute Freunde«, sprach ich weiter. »Aber ich glaube ja, Ellie ist insgeheim in mich verknallt. Nur würde sie das niemals zugeben. Stimmt's, Mausezahn?« Mit dem Lächeln eines Heiligen wandte ich mich an Ellie, deren Gesicht wieder Farbe angenommen hatte. Und was für eine! Sie übertraf glatt das Rot des Teppichs unter unseren Füßen. »Mausezahn?« Ellie starrte mich mit dem Blick eines überfahrenen Tieres an, was mich nur breiter grinsen ließ.
Ach, ihr zwei seid wirklich süß. Die Pressetante überschlug sich vor Entzückung. Wir sind gespannt, wie die Love Story mit euch weitergehen wird. Einen schönen Abend euch. Kaum hatten wir es ins Gebäude geschafft, packte mich Ellie in einen Moment, von dem sie wohl glaubte, unbeobachtet zu sein, am Kragen und zerrte mich zur Seite. Was sollte das eben? Blaffte sie und stierte mich wütend nieder. Abwehrend hob ich die Hände. Wow, chill mal, okay? Ich hab dir nur gesagt, was sie hören wollen. Glaub mir, solche Leute kann man nicht einfach abspeisen, indem man alles schön redet und sich in Ausreden flüchtet. Dann lassen die einen erst recht nicht vom Haken. Dann lieber die Flucht nach vorn. Ich rückte meine Krawatte ein weiteres Mal zurecht. Und keine Sorge, das mit uns wird nicht gleich morgen in der Bildzeitung landen. Mit einem frechen Grinsen fügte ich hinzu. Schätzungsweise erst übermorgen, spätestens in 3 Tagen. Ihr entgeistertes Gesicht brachte mich zum Lachen. Ja, Christian verspürte ja schon das berühmt-berüchtigte Flattern, wie ihr eben gehört habt. Nur kann er das noch nicht so ganz einordnen oder vielleicht will er das auch noch nicht. Ellie ist hingegen schon ein Stück weiter. Ihr ist durchaus klar, dass sie sich Hals über Kopf in Christian verliebt hat und das stürzt sie in ein regelrechtes Chaos an Gefühlen. Und wie das aussieht, dafür habe ich auch meine Szene mitgebracht, dieses Mal zur Abwechslung erzählt aus Ellies Sicht, die ja heute leider ein bisschen kurz kommt, aber keine Sorge, im Buch hat sie einen ausgewogenen Redeanteil. Und kurz zum Setting, die Band ist hier gerade in der Prinzenbahn Hamburg, Ellie ist auch mit da und die Jungs spielen gleich eine Unplugged-Show. Und die Stimmung zwischen Christian und Elisabeth ist gerade ziemlich eisig und angespannt, die haben sich nämlich gerade erstmal wieder gestritten. Und ja, wie der Versuch eines klärenden Gespräches abläuft und was in Ellie dabei so vorgeht, das hört ihr jetzt einmal. Die Prinzenbar war der helle Wahnsinn. Von außen betrachtet würde man niemals denken, dass es innen so aussehen würde. So schick, so prunkvoll, so absolut atemberaubend. Umgeben von historischen Mauern mit prachtvollen Stuckelementen und einem mächtigen Kronleuchter über mir fühlte ich mich, als hätte ich eine Zeitreise gemacht. Direkt in die 20er Jahre. Die Location war nicht groß, was es aber umso gemütlicher machte. Schräg gegenüber vom Barbereich gab es eine kleine Bühne, auf der für den Auftritt der Jungs bereits alles vorbereitet war. Mein ultimatives Hochgefühl nach dem Gespräch mit Ani hielt noch immer an. Fast vergaß ich, dass ich sauer auf Christian war, was aber nicht hieß, dass ich um ihn herumtanzte und meine Späßchen und Alberheiten mit ihm trieb, wie wir es getan hatten vor dieser Sache eben. Die Spannung zwischen uns machte mir verdammt zu schaffen. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, war ich nicht nur wütend auf Christian, sondern vielmehr auf mich selbst, weil ich es zugelassen hatte, dass er mich etwas für ihn fühlen ließ. Eine ganze Menge sogar. Meine komplette Gefühlswelt stand praktisch einmal auf dem Kopf. Shit, wann war das denn bitte alles so aus dem Ruder gelaufen? Wenn Alex davon Wind bekam, wäre ich meinen Job los. Womit auch das ganze Geld futsch wäre. Und sollte sich dann noch herausstellen, dass Christian es überhaupt nicht ernst mit mir meinte, hätte ich am Ende nichts. Weshalb es also besser war, sich erst gar nicht darauf einzulassen. Ich war seine gottverdammte Aufpasserin, stand auf seiner Gehaltsliste und er war mein Boss. Also quasi mein Boss. Was meinem verräterischen Herzen völlig egal war, so heftig, wie es gerade schon wieder klopfte. Als wollte es mir jeden Moment aus der Brust springen. Und das, obwohl Christian mich nur von der anderen Seite des Raums aus beobachtete. Mit einem Blick, der meine Knie schlottern ließ. Ellie riss mich Soff aus meinen Gedanken. Blinzelnd wandte ich mich ihr zu. Soff versuchte angestrengt nicht zu lachen. Ich hatte dich gerade gebeten, es da drüben aufzuhängen. Sie reichte mir eins der neueren Shirts der Rock Legends. Wortlos nahm ich es ihr ab und pinnte es an den rechten äußeren Rand des Merch-Standes, den wir beide betreuten. Fast jeder der hier anwesenden Fans hatte schon was bei uns gekauft und sich bei der Gelegenheit gleich Fotos und Autogramme von und mit Sophia geholt, die durch ihre Ehe mit Alex und ihre Gesangskarriere ebenfalls bekannt war. Ellie, ich zuckte zusammen und starrte Alex an, der plötzlich neben mir stand. Christian möchte, dass du zu ihm kommst. Ich runzelte die Stirn. Was denn, jetzt? Aber die Show fängt doch gleich an. Alex grinste. Tja, vielleicht genau deshalb. Er zog Sophia zu einem liebevollen Kuss zu sich, legte mir anschließend eine Hand auf den Rücken und schob mich vor sich her, vorbei an der Bühne, um die sich die Fans dicht an dicht scharten. Backstage lieferte er mich bei seinem Frontmann ab und ließ uns allein.
Tja, hier bin ich. Was kann ich für dich tun? Ich vermied es, Christian direkt anzuschauen. Als er mir nicht sofort antwortete, sah ich mich doch gezwungen, zu ihm aufzublicken. Und verdammt, sein intensiver Blick ging mir unter die Haut. Ebenso seine nächsten Worte. Sei einfach nur da. Mein Herz startete eine kunstvolle Turneinheit und mein Puls galoppierte davon. Wie schaffte er das? Es waren nur 4 Worte. Die, kombiniert mit der Sanftheit in seiner Stimme und seinem Blick, meine komplette Welt auf den Kopf stellten. Am liebsten wäre ich ihm in den Hals gefallen, hätte meine Hände in seinem weichen Haar vergraben und ihm versichert, dass ich genau das wollte. Das und nichts anderes. Wäre da nicht mein verdammter Stolz, der die Oberhand in mir hatte und mich zu meiner darauffolgenden Reaktion verleitete. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Christian fiel alles aus dem Gesicht. Irritiert blinzelte er mich an. Was? Auf seiner Stirn erschienen tiefe Falten. Du hast mich schon verstanden, knurrte ich. Aber so läuft das nicht, kapiert? Was willst du von mir, Christian? Außer mich pausenlos zu verarschen, versteht sich. Aber weißt du was? Ich habe die Schnauze voll davon. Ich mach das nicht mehr mit. Ab sofort steht professionelle Distanz auf dem Plan. Denn du kannst nicht mit mir umgehen, wie es dir gerade passt. Erst gibst du mir das Gefühl, nur mich zu wollen, fällst ungefragt über mich her, nur um mich dann wieder fallen zu lassen, dich zurückzuziehen. Und jetzt wieder die Tour. Ich bin doch nicht dein verdammtes Spielzeug. Christian schnappte nach Luft. Sekunde mal, ich habe mich zurückgezogen? Du hast doch die ganze Woche kein verschissenes Wort mit mir gewechselt. Ja, an wessen Schuld war das? Mein Kopf glühte und stand kurz vor der Explosion. Christian? Unsere Blicke schossen zu Alex, der fragend und zugleich besorgt zwischen uns hin und her sah. Wir sollten jetzt anfangen. Gleich, bellte sein Frontmann zurück. Nicht gleich, jetzt. Fuck, Alex, 5 Minuten, okay? Blaffte Christian. Du siehst doch, dass ich hier gerade was zu klären habe. Du solltest gehen, sagte ich, woraufhin mich beide Männer anstarrten. Es gibt nichts mehr zu klären. Wir sind hier fertig. Christian sah so aus, als hätte ich ihm eine Ohrfeige erteilt. Kurz darauf fing er sich wieder und sein Gesicht nahm den vertrauten, grimmigen Ausdruck an. Er biss die Zähne zusammen und starrte mich wütend nieder. Schön, ganz wie du meinst. Ohne ein weiteres Wort stürmte er an Alex vorbei und verschwand. Alex warf mir einen letzten entschuldigenden, wenn auch irritierten Blick zu, bevor er ihm nachlief. Den Auftritt verfolgte ich vom seitlichen Aufgang zur Bühne aus. Ich hätte auch wieder zurück zu Sof gehen können. Aber dann hätte sie mich bezüglich meiner Gewittermine nur gelöchert und das war das Letzte, was ich gerade wollte. Der Gig war ein voller Erfolg. Die Fans flippten total aus. Einige heulten sogar, als die Jungs ihre bald anstehende kleinere Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz verkündeten, an die sich direkt die Festivalsaison anschließen würde. Ich freute mich riesig für sie. Und Christian war wieder dort, wo er hingehörte. Er brauchte das hier wie andere die Luft zum Atmen. Inwiefern er da noch mich brauchte, war mir ein Rätsel. Verflucht, ich wurde einfach nicht schlau aus dem Kerl. Seine Launen waren so wechselhaft wie das Wetter und nie konnte ich mir sicher sein, wann er etwas so meinte, wie er es sagte. So wie jetzt, als die Jungs eine atemberaubende Ballade zum Besten gaben und Christian dabei ein Gefühl in seine Stimme legte, bei dem ich durchgehend Gänsehaut hatte. Ich hing an seinen Lippen, als er davon sang, dass er die Lügen und das Versteckspiel satt hatte. Dass er es versuchen wollte, endlich sagen wollte, was er wirklich fühlte und schwor, der eine zu sein. Ich wusste, dass Toni den Text geschrieben hatte, dass es seine Worte waren, für Romy und nicht Christians Worte für mich. Es war nicht ich, die er für immer lieben würde, nicht ich, die ihm all die Ängste nahm und nicht wir beide, die er niemals aufgeben wollte. Es war Tonis Text, Tonis Song, Tonis, nicht Christians, nicht für dich, Dummerchen. Verdammt, wie sollten wir es je wieder zurück auf die professionelle Ebene schaffen, wo ich doch gerade kurz davor war, durchzudrehen? Das war schlichtweg nicht möglich, obwohl ich ihm gegenüber etwas anderes behauptet hatte. Ja. Jetzt hörst du einfach auf zu lesen. Ja, ein bisschen muss ja noch bleiben. Ja, und ich bin so neugierig, wie es weitergeht. Das glaube ich gern. Ja, das ist so eine schöne Geschichte. Oh, das freut mich, danke. Sehr gern, es ist auch die Wahrheit. Also
Ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht, aber ich finde das schon noch raus. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Erzähl mal so ein bisschen, wie das so war, von Anfang bis du dann das Buch veröffentlicht hast. Ja, da muss ich ja tatsächlich beim Urschleim anfangen, also schon eigentlich vor Band 1 noch. Und zwar mit den ersten Ideen für diese ganze Buchreihe, die hatte ich nämlich im Alter von 15. Und zwar ganz spektakulär beim Wäscheaufhängen bei meinen Eltern. Das kam halt daher, dass ich damals angefangen habe, Rockmusik zu hören und dachte, hey, warum nicht mal ein Buch über Rockmusik und über Rockbands allgemein schreiben? Ja, dann ging das los. Ich habe dann mehrere Versionen formuliert und einer davon, ein Erstentwurf, hat es dann auf Fanfiction geschafft. Und da habe ich dann sehr viel positives Feedback von einer meiner heute treuesten Testleserinnen bekommen, die ich darüber auch kennengelernt habe. Und die hat mich ermutigt, da ein bisschen mehr rauszuholen und mich ein bisschen dann auch auf die Technik zu konzentrieren. Deswegen hatte ich mich dann auch für einen Schreibkurs angemeldet, für den sogenannten Wow-Kurs von Annika Bühnemann. Und zu diesem Schreibkurs gab es auch eine Facebook-Gruppe, wo die Mitglieder untereinander vernetzt waren. Und da habe ich dann so meine erste Fassung oder mein Rohmanuskript von Band 1 der Reihe nicht reingestellt, aber ich hatte einmal angefragt, ob denn jemand mir vielleicht ein bisschen helfen könnte, da mal Zeit und Lust hat, drüber zu lesen und zu sagen, ob das überhaupt sich lohnt zu veröffentlichen. Und darüber habe ich die liebe Martina kennengelernt. Das ist auch eine meiner treuesten Testleserinnen heute und eine gute Freundin, selbst auch Autorin. Und die hat sich dann dem angenommen und meinte, ja, das hat auf jeden Fall Potenzial und schleift da hier und da noch ein bisschen rum. Das habe ich dann auch gemacht und dann war sozusagen die allererste Version am Start. Und ich habe dann währenddessen noch einen weiteren Schreibkurs gemacht, einen sogenannten Bookerfly-Umsetzungskongress. Und darüber habe ich meine erste damalige Lektorin kennengelernt, die Claudia Starke. Und die hat gesagt, ja, gib her, ich lese das durch und wir lektorieren das zusammen. Und sie hat das nicht nur lektoriert, sondern hat mich wirklich von Anfang an die Hand genommen und hat mich bis zur ersten Veröffentlichung durchgeführt und begleitet, weil sie das als Autorin selber halt auch schon alles gemacht hatte. Und ja, dann habe ich halt Your Song Safe Haven veröffentlicht. Das war im Februar 2022 und habe dann total überraschend richtig viel Feedback dafür bekommen, positives Feedback. Und mir wurde gesagt, schreib unbedingt weiter, wir brauchen da eine Fortsetzung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich setze mich mal an Christians Version, nach der ja alle geschrien haben. Und so kam das dann, dass ich dann im November desselben Jahres eben dieses Buch veröffentlicht habe, Your Song Wide Awake. Ja. Und das dritte steckt jetzt auch in der Pipeline, das kommt dann jetzt dieses Jahr im November raus. Das ist ja ein sehr interessanter Werdegang und ich finde es richtig toll, dass du es durchgezogen hast. Ja, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich nicht aufgegeben habe. Kannst du auf jeden Fall sein. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort oder Platz und hast du eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale? Also ich habe in meinem Schlafzimmer einen Schreibtisch stehen, an dem ich auch meistens schreibe, aber ich bin da tatsächlich sehr flexibel und bin auch meistens auf der Couch oder eben, wenn schönes Wetter ist, schreibe ich ultra gerne auf meinem Balkon. Tageszeittechnisch bin ich meistens eher abends bis nachts am Schreiben und frag mich nicht wieso, aber ich liebe es, bei Gewitter und Regen zu schreiben. Also je schlechter das Wetter, desto besser bin ich inspiriert, dann bin ich sozusagen richtig im Schreibflow. Und ja, meistens läuft da bei mir auch immer Musik irgendwie im Hintergrund, aber nicht immer. Manchmal brauche ich das auch komplett still. Was aber nicht fehlen darf, ist meine Tasse Kaffee, die ist immer am Start. Meistens wird der Kaffee nur leider kalt, weil ich dann so am Schreiben bin, dass mir dann hinterher auffällt, oh Mist, du hattest ja hier noch Kaffee stehen und ja. Aber mehr Rituale habe ich dann tatsächlich gar nicht an der Stelle. Wie ist das bei dir? Planst du oder schreibst du einfach drauf los? Ich plane das tatsächlich vorneweg. Ich habe ganz oldschool noch so ein Whiteboard zu Hause stehen bei mir im Wohnzimmer und schreibe dann immer so auf einzelne Karteikarten die Szenen vor, die mir so im Kopf rumschwirren und versuche die dann da anzuordnen auf diesem Whiteboard, bis das sozusagen einen roten Faden ergibt. Aber ich bin da auch nicht festgenagelt. Also ich ordne das dann immer wieder neu an oder es kommen neue Szenen dazu oder es verschwinden mal wieder Szenen. Aber ich brauche immer so einen groben Handlungsablauf, an dem ich mich langhangeln kann. Ja. Und dann der Rest entsteht dann einfach so drumherum. Jetzt musst du mir mal verraten, ob du viele Bücher liest. Also wenn ich Zeit habe, lese ich sehr viel. Also phasenweise mal mehr, mal weniger. Früher habe ich sehr viel Krimi und Horror gelesen. Mittlerweile lese ich irgendwie ausschließlich nur noch Liebesromane. Meine Lieblingsautoren sind dabei allem voran Colleen Hoover. Ich liebe wirklich jedes einzelne Buch von ihr.
Ich lese aber auch ultra gerne Bücher von Taylor Jenkins Reid, von L.J. Sheen, Kylie Scott, Kristen Callihan, Jamie Shaw. Um noch ein paar deutsche Autoren zu nennen, Mona Kasten schreibt ganz tolle Bücher und Isabel Richter, die liebe ich auch total. Und gerade lese ich auch wieder tatsächlich, das ist ein Buch von Taylor Jenkins Reid, das heißt 9 Tage und 1 Jahr. Das ist ein Roman, der von Elsie und Ben erzählt, die sich gerade mal 1 Jahr kennen, total verliebt sind, dann heiraten sie und plötzlich stirbt Ben bei einem tragischen Verkehrsunfall und Elsie steht jetzt da mit ihrem Schicksalsschlag und lernt dann noch im Krankenhaus ihre Schwiegermutter kennen, die sie vorher noch nie gesehen hat und beide Frauen sind völlig überfordert mit der Situation und gehen erstmal total auf Abwehr ihrem Gegenüber. Ja, und daraus entwickelt sich dann aber eine total tolle Freundschaft und das ist richtig, richtig gut erzählt. Hast du denn schon ein Buch auf deiner Leseliste, was du danach liest? Tatsächlich noch nicht. Ich suche mir mal meine Bücher erst aus, wenn das andere vorbei ist und dann gucke ich immer mal neu, was mich gerade noch so interessiert, was mich gerade noch so reizt und stöbere da mal ein bisschen rum. Ist also noch offen. Okay, dann ja, vielleicht erzählst du es beim nächsten Mal. Ja, vielleicht. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Ja, wenn es mich von der ersten bis zur letzten Seite einfach nur mitreißt und ich nicht mehr aufhören will zu lesen, das finde ich mega faszinierend an Büchern. Ich liebe Plot-Twists, also sprich unerwartete Wendungen der Handlung und wenn die Figuren gut ausgereift sind und eben auch die Beziehung zwischen den Figuren. Ich mag das immer nicht, wenn Handlungen zu schnell erzählt sind und ich finde es auch schön, wenn man hin und wieder lachen kann. Wo finden wir dich bei Social Media? Ja, mich findet man einmal auf Instagram unter claudia.fischer.autorin. Dann habe ich auch noch eine Facebook-Seite unter Autorin Claudia Fischer. Auf YouTube habe ich auch einen Kanal unter Claudia Fischer Autorin. Und einmal im Monat erscheint ein Newsletter von mir. Den kann man auch abonnieren, wenn man auf den Link über Instagram zum Beispiel klickt. Und ja, gerade ist eine Autoren-Website im Aufbau. Die wird hoffentlich Ende des Jahres dann auch mal an den Start gehen. Aber ich habe jetzt trotzdem schon eine Website und zwar gibt es für jedes einzelne Buch eine Website, wo ihr nicht nur etwas über mich und über das Buch erfahrt, sondern das Besondere an meiner Buchreihe ist, dass es zu jedem Buch einen einzelnen Song gibt, deswegen heißt die Reihe auch Your Song. Und zu Wide Awake gibt es eben auch diesen Song, der heißt auch Wide Awake und den kann man sich eben über diese Website anhören. Da gibt es richtig einen Song für, ja? Ja, genau. Tatsächlich. Der wurde eigens dafür geschrieben, ja. Mhm. Wollen wir da beide mal reinhören? Ja, sehr gerne. Dark, I can barely see my feet. Boots are strong, I can turn the cold into heat. I see all the lights I have created. This fucked up life that keeps me fading. Please take me home. Teach me how to grow. Show me how to love myself. And keep me from this fate. 'Cause you are a hurricane, a hurricane, a lightning strike right in my brain. 'Cause you are a hurricane, a hurricane, the sweetest poison in my veins. And at this point I ask myself, Claudia? Ja. Also, ist ja Wahnsinn. Ich habe hier die ganze Zeit mitgewippt, aber ich bin natürlich jetzt total neugierig. Ist jetzt nicht der Christian persönlich, oder? Nein, aber es ist ein ebenso großartiger Musiker, den ich
damals, als ich nach Hamburg gezogen bin, über Facebook kennengelernt habe, als ich noch auf der Suche nach einer Band war. Das ist der liebe Marcel Fünkner. Und ja, der wohnt in Kiel und deswegen hat es mit uns in einer Band leider nicht funktioniert, weil die Distanz zu weit war. Aber wir sind trotzdem in Kontakt geblieben und ich hatte ihn dann gefragt, ob er nicht Lust hätte, den Song für mein zweites Buch eben zur Verfügung zu stellen. Und er war total begeistert und sofort Feuer und Flamme und hat mir dann eben diesen Song gegeben dafür. Und ja, den Text hat meine liebe Freundin und Bandkollegin Tanja Neute geschrieben. Und zusammen mit noch ein paar anderen Musikern war Marcel dann halt in seinem Tonstudio und hat da an dem Song gebastelt und gearbeitet und mit noch ein paar ganz großartigen Musikern, also der Fabi, der hat die Drums eingespielt und der Tobias aus seiner Band den Bass und ja, Timo, mein Bandkollege, hat wiederum am Ende das Ganze dann gemixt und gemastert, also es waren wirklich ein Haufen toller Menschen daran beteiligt und ich kann ihnen gar nicht genug danken dafür, für diesen tollen, großartigen Song. Und im Buch ist es tatsächlich so, dass er auch eine Rolle spielt. Also Christian schreibt ja diesen Song für Elisabeth, um sozusagen sie nach all dem Mist, den er so verbockt im Laufe der Geschichte, wieder zurückzugewinnen. Und deswegen spielt er gerade am Ende nochmal eine ganz große, tragende Rolle. Das ist großartig, der Song. Ja. Richte es bitte all den Leuten, die daran beteiligt sind, waren, aus. Es ist wirklich... Das mache ich. Ja, man will unbedingt mitmachen, man will jetzt das Buch lesen, man will die Musik dazu hören, also ist perfekt. Ja, danke. Das war jetzt nochmal richtig Herzklopfen. Mhm, ja. Oh, sehr schön. Und jetzt zurück zum Interview, was mir jetzt gerade sehr schwer fällt. Ich konnte ihn jetzt nochmal hören, aber ich glaube, dir geht es genauso. Ja, ist totaler Ohrwurm. Auf jeden Fall. Mhm. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Mein Buch gibt es bei Amazon als E-Book und als Taschenbuch. Ihr könnt aber auch direkt signierte Prints bei mir bestellen, wenn ihr wollt. Schreibt mich einfach an bei Social Media oder über die Mail, mit der ich mein Newsletter verschicke. Also unter fischer.claudia@gmx.de. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Wie schade. Ja, es ging so schnell vorbei. Ich finde es auch schade. Ja, aber ich stelle dir jetzt noch die letzte Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ja, natürlich, dass sie jetzt super neugierig auf mein Buch geworden sind und das dann auch gerne lesen wollen und mir Feedback geben. Also egal, ob ihr das gut findet oder eben auch nicht. Ich finde auch Kritik ultra wichtig, solange sie eben konstruktiv ist. Schreibt mich also gern an. Ich bin immer für einen Plausch zu haben. Empfehlt mich weiter, folgt mir, abonniert mein Newsletter. Dann bin ich wirklich super happy. Ja, du kannst auch wirklich happy sein. Aber das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Ich will mich gar nicht wiederholen. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Das war wirklich mega interessant. Ich hätte jetzt noch mit dir ganz lange über den Song und über dein Buch generell auch reden können. Also nochmal vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, das hoffe ich auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn euch mein Buch neugierig gemacht hat. Und ja, wir lesen uns dann auf den genannten Plattformen, würde ich sagen. Genau. Ich wünsche dir heute noch einen ganz tollen Tag, Claudia. Danke, das wünsche ich dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.